Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Anno 1800 mit eurem Hannibal. Ein herzerfrischendes Hallo und herzlich willkommen bei Anno 1800. Ja, ihr merkt schon, ich wechsle immer meine Begrüßung ein bisschen. So, unsere Bilanz sieht im Moment ein bisschen mies aus. Wie sieht es denn mit den Lagerstätten aus? Also, Konsumgüter. Fisch geht runter, Nähmaschinen nimmt stark ab. Dann müssen wir also gucken, dass wir das alles in Rahmen kriegen. Ein Hof ohne Felder? So. Ja, wir haben auf jeden Fall, müssen wir gucken, dass wir ein bisschen die Sachen noch optimieren. Wir sind ja dabei, die Stadt zu optimieren. So. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Und ich bin ja am Gucken, dass ich irgendwie... Ja. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Sub. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Neuer Stadtstatus, Hauptstadt. Ja, und schon haben wir ein dickes Plus. Unzufrieden, Ingenieur. Ja, dem fehlen die Brüllen. Ja, Elektrizität, Brüllen, das wollen die alles haben. Die sind vom Varieté abhängig. Die wollen dann irgendwann das Bankhaus. Aber Varieté haben wir. Hospital, Polizeiwache, ja. Gewisse Sachen haben sich ja nicht geändert, es sind ja Brillen, müssen wir herstellen und wir haben gerade eine große, so. Haben wir schon zwei auf. Ne, haben wir noch gar nicht auf der Insel. Aber die Messinghütten hatten wir. So, da müssen wir mal schauen. So. Ja, die sind unzufrieden, aber das ist mir jetzt auch relativ. So. Haben wir mal ein paar hochgerüstet. So, von... Jetzt haben wir nur noch... Davon nur noch so wenig. Von mir aus freigegeben. Eine neue Ära im Ackerbau. Auf dem ganzen Globus brummen auf den fahrenden Motoren. Der gemeinsame Schöpfung von Landwirten. Ingenieure, Traktoren. Was können die motorisierten Ungetüme für unsere Wirtschaft tun? Wir gehen davon aus, dass Hannibal wieder einmal voranfliegen wird und viele andere folgen werden. Gibt es vielleicht einen Weg, meine Theorie anzuwenden? Eine Traktorscheune. Ja, wir brauchen mal Dampfmaschinen. Und Anbaufläche. Ja, dann können wir wahrscheinlich deutlich mehr, aber wir müssen uns ja erstmal um was anderes kümmern. So. Wir haben jetzt erstmal geguckt. So. Wie viel. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Bier haben wir im Moment 16 Stück auf dieser Insel. So viel Bier stellen wir gar nicht her. Auf der Insel haben wir 2. So. Wie viele Einwohner hat denn die Insel? Ja. Jemand sagte mir, die Königin spreche in den höchsten Tönen von dir. Okay. Also. Wir müssen mal gucken. 5500
5600 Bauern haben wir und 2200 Arbeiter. Ja. Schnapsdrosseln sind die sowieso. Ja. 38 Schnaps. Ja, Schnapsdrosseln sind die sowieso. Wie viel Schnaps haben wir hier? 2. Auf der Insel. Können wir eigentlich auch einstampfen, oder? Kriegen so viel Schnaps hier rüber geliefert. Dann können wir ja das ganze Inselreich versorgen. Wo sind die denn? Seht ihr sie? Ja. Ihr habt sie bestimmt schon gesehen. Ich habe sie noch nicht gesehen. So. Schnapsbrennerei. Irgendwo muss sie das sein. Es mangelt an Arbeitskraft. Es mangelt hier an Arbeitskraft. Ja, das müssen wir noch beheben, indem wir da den Pendlerkai hinmachen. So, was habt ihr denn für eine Aufgabe für mich? Selbst mit eurer Hilfe wird es kaum gelingen. Aha. Suchen Sie Bauern an Kirche und Markt und Wirtshaus. So, Bauern. Ich soll jetzt Bauern suchen. Ganz dicht seid ihr nicht, ne? Den Stadt den Rücken kehren. Hofft, dass wir finden eine Bauernfamilie, die ihn aufnehmen kann. Okay. Eine Bauernfamilie soll ich für ihn finden. So. Ganz ehrlich, wofür brauche ich das Ding denn da noch? Herrlich. Ja gut, die leben hier direkt daneben, ne? Die können wir mal hochziehen. So. So. Dann ziehen wir die mal rüber. So. Dann haben wir das schon mal und den ziehen wir auch noch dahin. So, die Straße machen wir mal weg. Oder? Hätte ich die jetzt überhaupt wegmachen müssen? Ich glaube nicht, ne? Aber ich finde das so schöner. So. So. Straßen erleichtern die tägliche Arbeit. Die erleichtern die alltägliche Arbeit. Ihr könnt auch übers Feld laufen. Leute, was seid ihr denn? So. Oh, mal schauen. So, wo wir das hinsetzen. So. So, da können wir doch hier bestimmt drüber setzen. So, dann haben wir da hinten nämlich auch ein bisschen mehr Platz, um da das zweite Getreideding da hinzustellen.
So. Dann haben wir hier die Getreidefelder. So, dann haben wir das doch auch schon mal erledigt. So. Was wollte ich jetzt? Achso. Schnaps haben wir. Schnaps haben wir im Überfluss. Glaube ich, oder? Schnaps müssten wir eigentlich im Überfluss haben. Nee, so stark ist der Schnapsüberfluss nicht. Also ein bisschen müssen wir doch noch hier herstellen. Von der Perspektive finde ich es schöner. So. So. Ja, ihr kriegt eure Brillen noch. Seid ihr ganz sicher, dass ihr eure Brillen kriegt. So. Müssen ja jetzt erstmal gucken, dass wir ein bisschen. So, Bier. Stellen wir dieser Insel 16 Bier her. Auf der Insel 2. Ja. So. Auf der Insel haben wir gar nicht die Möglichkeit, Bier herzustellen. Aber ich glaube, wir brauchen auf der Insel auch kaum welches. Schnaps hat die Insel mehr als genug. Wie sieht es mit dem Schnaps aus? So. Wie viel stellt ihr denn her? 4 Stück. So, schauen wir mal, wie viel Einwohner haben wir denn auf der Insel? Arbeitskraft. Das sind auch ein paar, ne? Ja. Eine Bierbrauerei wäre, glaube ich, für die nicht schlecht. Aber das kriegen wir ja noch hin, ne? Die hätten gerne ein bisschen Bier. Ja, Schnaps haben sie mehr als genug. Ja. So, hier gibt es gar keinen Schnaps auf der Insel. Auch kein Wirtshaus. Wirtshaus könnten wir hier mal errichten. So. Braucht ganz schön viel Platz, das Ding, ne? Das Lager ist voll. So. Aber dann machen wir das Wirtshaus doch hier hin. So. So, habt ihr schon mal ein Wirtshaus. Damit seid ihr schon mal ein bisschen zufriedener. Jetzt fehlt euch nur noch der Schnaps. So, Kartoffeln könnt ihr selber anbauen. Ich glaube, das ist hier sehr übersichtlich. Wie viel Einwohner? 240. Ja, das ist ja nix. Ja. 250 Einwohner. Wow. Da reicht eine Schnapskolonne. So, Kartoffelhof. Wir haben ja auch Kartoffelhof haben wir. Ich glaube, Schnaps können wir auch selber herstellen. Mal gucken, dass ihr euren Schnaps selber herstellen könnt.
So. So, dann wollen wir hier mal gucken, dass wir da den Schnaps selber herstellen und ihr kriegt das hier. So. Dann ist alles da angeschlossen. So. Wir kümmern uns hier um alles. Aber ihr habt keine Leute mehr, ne? Das ist das Problem. Wecken Sie mich, wenn's weitergeht. So, aber was brauchen wir denn da alles? 40 Glas und 30 Beton. Mhm. Neue Befehle? Wow. 40 Glas und 30 Beton. Wollen wir denn jetzt mal ein Schiff rumstehen? So, jetzt muss man auch noch für ihn auch noch den Bauern suchen. Ach nee, herrlich. So. Müssen wir jetzt mal schauen, wo hier ein paar Bauern sind. Eine Bauernfamilie, die ihn aufnehmen will. So, ein Bauern an Kirche, Markt und Wirtshaus. So, haben wir doch. Aha. Marktplatz haben wir. Kirsche müssen wir schauen. Was haben wir denn alles Kirschen? Machen wir alles Kirschen rumstehen. Ah. So, mal schauen, wo wir denn alles jetzt suchen können. Irgendwo in der Stadt. Ist ja alles schön verteilt, ne? So, das haben wir. Und jetzt nur noch das Wirtshaus, ne? Oder? Ich glaub, das war nur noch das Wirtshaus. Ach, herrlich ist das. Es macht auf jeden Fall riesen Spaß und ich bin froh, dass ihr dabei seid und auch immer schön fleißig die Folgen anschaut. Ja. Ich weiß, es ist nicht unbedingt immer das spannendste Spiel der Welt und wir kommen im Moment mal relativ langsam voran. So. So, Wirtshaus. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, das ist mir vollkommen bewusst. Ich frage mich, was der Marktplatz hier noch soll, ne? Können wir eigentlich mal. Kostet nur Geld und bringt du da auch nichts. So. Kostet nur Platz. So, was haben wir denn? So, dann machen wir einfach mal die Felder hier hin. Provisorisch schon mal. So, haben wir das schon mal provisorisch schon mal gemacht. Sieht beschäftigt aus. Sieht beschäftigt aus, der Chef kommt. Geiler Spruch, Junge. So. Ne, wir können ja durch die Ingenieure können wir ein bisschen an anderen Stellen einsparen. Und das ist schon mal gar nicht so schlecht. So. Ja, wo haben wir denn jetzt? Also, das muss ich hier alles absuchen, ne? Ach nee, ich liebe es, solche Suchspiele. In Anno 1800 ein Suchspiel zu veranstalten.
alles Gute hat ein Ende. Wir schauen mal weiter, wie es demnächst weitergeht. Also, bis dann, euer Hannibal. Ciao.